Es hatte eben, wenn man es auf gut Deutsch sagt, nicht wahr, gerade gereicht, dass wir uns eben über Wasser halten konnten, nicht wahr? Und deswegen haben wir es eben nun nicht aufgegeben. Und dann der zweite Grund, da der Sohn ja auch dieses Fach erlernt hat als Textilreiniger, und da war eben unser Bestreben, damit er es vielleicht dann mal doch übernehmen kann. Junior Holder gedachte, den maroden Betrieb zu modernisieren, kam aber nicht vorwärts. Mit dem Grundstück, das wollten wir kaufen, haben wir auch einen Antrag gestellt. Bloß kurz zuvor hat sich dann dieser West sozusagen Ex-Eigentümer wieder gemeldet. Und da die Stadt und der Eigentümer sich nicht irgendwie einigen können, da zieht sich das eben jetzt hin. Dadurch kannst du nicht investieren, weil wir da ja keine Kredite kriegen, ohne Grund und Boden. So sieht es eben noch heute dort aus, mitten in der Stadt. Auch der neue Versuch, eine Unternehmensgründung auf grüner Wiese, scheiterte im neuen Wirtschaftssystem mit Nachfrage, Preis und Schuldendienst. So wollte Herbert Holder das heute nicht mehr kommentieren. Einzig Holder Senior war mit der Weisheit des Alters dazu bereit. Es gab gute Seiten und es gab eben auch schlechte Seiten. Gell? Und es hat jedes System hat sein Für und sein Wider. Und da muss man eben, die Menschen müssen eben dann durch. Es war auch die Zeit, in der noch immer alte Bluthunde aktiv waren. Vor über 10 Jahren, weit über 10 Jahre im Schlachthof tätig und war unter den ersten dreien, die ganz überraschend, obwohl noch gar nicht klar war mit Westgeld oder solchen Dingen, das war überhaupt noch nichts klar, bin ich schon entlassen worden. Habe mich damals gefragt, wieso, weil ich noch kleine Kinder zu Hause hatte. Ja, jetzt weiß ich warum. Denn wir waren auch auf dem Markt bei einer Demonstration und da stand ein Herr vorne vor uns, das sehe ich heute noch vor der Rathaustür, der hat einen großen Block gehabt. Ich schreibe euch alle auf, das geht sowieso schief und dann habe ich euch alle. Wie immer in der Geschichte fraß die Revolution ihre Kinder. Das neue Forum als Vorreiter der friedlichen Revolution war mit jener denkwürdigen Wahl kaltgestellt worden. Ines Schrader, damals wie heute Gemeindepädagogin bei der evangelischen Kirche, fand die große Weltgeschichte in dem kleinen Schleusingen wieder. Das wird der Frust gewesen sein nach der Wahl 1990, in dem wir als neues Forum so abgewählt worden sind. Und eigentlich überhaupt keine Resonanz für das, was wir versucht haben, durchzusetzen, bekommen haben. Die Direktoren, die vorher einen Kommunismus, einen Sozialismus hochgeschrien haben, die bösen Kapitalisten und die armen Leute da drüben haben ihre hohe Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und wie gut geht es uns doch hier. Das sind jetzt die, die sich ganz vorne dran setzen und als erstes Leute auf die Straße setzen, auf eine ganz, ganz miese Art und Weise. Einer der so gescholtenen Wendehälse war der uns bekannte Chef des Motorenwerkes. Ich war ja Vertreter dieses Systems, da gibt es keine Abstriche zu machen. Und ich bin auch nicht einer, der nun nach der Wende auf die Straße gegangen ist und hat gesagt, das war nun alles falsch. Ich habe eigentlich mich zu dem, was ich getan habe, bekannt, habe aber auch andererseits Schlussfolgerungen gezogen und bin der Auffassung, dass fachliche Kompetenzen und Vertrauen allein entscheiden soll, wie es weitergehen soll. Doch die Zeit der alten Kader war abgelaufen. Die Leute erwarten, dass sich hier was ändert in der Verwaltung, dass also die Leute, die ehemaligen, möchte ich sie mal nur bezeichnen, nicht mehr hier das Sagen haben. Dem ist im Wesentlichen Rechnung getragen worden. Die Funktionäre aus SED, dann PDS, zählten nichts mehr, auch wenn sie es noch so gut gemeint hatten. Mit denen, wo man früher enger zusammengearbeitet hat, merkt man, dass eine gewisse Distanzierung da ist. Und das ist, wo ich mich auch ein bisschen drüber ärgere, weil ich gar nicht weiß eigentlich, was gegen meine Person jetzt habe. Immerhin dominierten nun demokratische Verhältnisse. Herbert Schaaf, Bauingenieur, saß für die SPD 8 Jahre im Rathaus als Bauamtsleiter. Es war vieles neu für die ganzen Wähler. So, und wir haben gleich gesagt, das war eine Geldwahl, eine Kohlwahl. Ja, so wurde das von uns eingeschätzt. Die erste
Wahl, das war damals zur Volkskammer. Ja. Und dieser Trend hat sich nun leider ist beibehalten geblieben. Den damals gekürten Bürgermeister findet man mit seiner cleveren Politik heute immer noch in Amt und Würden. Schleusingen gehört zu den wenigen schuldenfreien Kommunen im Osten. Das Schwierigste, das muss man nochmal betonen, war eigentlich, als ich das Amt angetreten habe, so eine Körperschaft wie die Stadt Schleusingen vom Zentralstaat überzuführen in die kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, es gab keinen mehr, der uns über den Parteitag oder über die Partei gesagt hat, was wir in Schleusingen zu tun haben, wie viel Geld wir haben, wo wir was auszugeben haben. Wir mussten unser Leben selbst organisieren und gestalten in Schleusingen. Dabei wurden, anders als sonst üblich, alle gesellschaftlichen Strömungen mit eingebunden. Klaus Möhring, früherer Vermessungsingenieur, war bis 1999 für das neue Forum im Stadtrat tätig. Unser jetziger Bürgermeister, der Herr Brotführer, wollte ja auch, dass ich in die CDU gehe, aber ich habe dann schon im Stadtrat mitbekommen, dass durch die Parteienzwang da mir Entscheidungen auferlegt werden, die ich nicht mag. Doch für alle Bürger bedeutete die Wende auch eine radikale Veränderung ihrer Lebensumstände. Und, das sind eben die Probleme, auch die auf viele Menschen zukommen, dass sie selbstständig denken und handeln müssen, nicht warten, bis ihnen was vorgeschrieben wird und. Das gehört ja alles dazu, auch was die freie Marktwirtschaft anbetrifft. Das müssen alle Menschen erst begreifen in unserem Lande und das ist nicht so einfach. Der neue Schuldirektor war nach der späteren Verwaltungsreform zwar nicht bestätigt worden, konnte aber bis zu seiner Pensionierung weiter als Lehrer arbeiten. Ich sag mal, was Menschen in Westdeutschland im Laufe nach dem Zweiten Weltkrieg in 40 Jahren sich aneignen konnten, durchleben konnten, das mussten wir innerhalb von Monaten, knappen Jahren durchleben und mussten uns angliedern. Und das ist bei unseren Menschen heutzutage nach wie vor ein eklatanter Mangel, dass zwar jeder was will, aber wenn er dann um die Verantwortung gebeten oder gefragt wird, doch sein persönliches Ich vorzieht und die Verantwortung ablehnt. Heute können Kids sorglos ihren Patriotismus während der Fußball-Weltmeisterschaften demonstrieren. Damals hieß es, umstellen oder untergehen. Ganz so viel hat sich, glaube ich, bei den Lehrern in ihrer Meinung nicht geändert. Es sind einige, die halt gesagt haben, das ist vorbei, ich mache jetzt so, wie ich das möchte oder ich lerne das nicht mehr. Aber es sind auch einige, ich glaube, die wieder zurück möchten in das System. Da danach geht, da müssten wir alle abgelöst. Die ganzen, wollen wir sagen, 10 Millionen, die hier was zu sagen haben, wir müssten alle abgelöst werden. Wir haben ja das System alles mitgemacht, wir haben ja alle mitgesponnen. Ne? Weshalb sollen die jetzt auf einmal abgelöst werden? Ne? Sehe ich nicht ein. Wir müssen uns alle umstellen, wir müssen den Weg gemeinsam gehen. Ne? Auch mit den SED-Leuten. Aber können erwachsene Menschen ihre Geisteshaltung ändern? Überleben scheint nur durch Anpassung möglich, also auch durch die Wende im Kopf. Ist der Mensch im Grunde ein Opportunist? Nehmen wir die Polytechnische Oberschule in Schleusingen. Es ist eine sozialistische Schule zum Vorzeigen gewesen, hat den Karl-Marx-Orden bekommen und hatte auch einen besonders fähigen Direktor, der häufig geehrt wurde wegen seiner guten Leitertätigkeit. Dieser Mann hat aber den Mangel, dass er ein Wendehals erster Klasse ist, wie ihn die Schleusinger bezeichnen. Der so kritisierte aber erklärt, einfach seinen Job gemacht zu haben. Das Haupterziehungsziel hat die Gesellschaft, hat der Staat vorgegeben. Es war ein sozialistischer Staat, hat also auch in seiner Grundforderung an die Bildung und Erziehung gesetzt, dass die Schüler so erzogen werden, dass sie der sozialistischen Entwicklung, der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik treu ergeben sind. Auch bei der Umwandlung der SED-Bezirksparteischule in ein Rehabilitationszentrum verdächtigte man die alten Reha-Funktionäre aus DDR-Zeiten. Diese Frage, die Sie aufgeworfen haben, dass das neue Forum mich als Vertreter oder als Stück von, das stimmt sicherlich. Sie haben das ja direkt so zum Ausdruck gebracht, die Kollegen, ja. Nur ich habe diesen Vorwurf zurückgewiesen, weil ich habe mich als nichts anderes und nie anders verstanden als der Anwalt für die Menschengruppe, die ich zu betreuen habe.
Der Vorwurf war ganz konkret. Es sollten dort die ganzen Lehrer der ehemaligen Bezirksschule wieder angestellt werden in der Rehabilitation. Und mit dieser Variante war die Bevölkerung in Schlesing nicht einverstanden. Einer der Parteikader dort war Wolfgang Lanowski, Berliner Stahlarbeiter, dann Parteidozent, später Wirtschaftsleiter. In erster Linie von der Stadt aus das Bedürfnis war, dass hier nach wie vor und auch die vorher hier tätig waren, noch da waren. Mhm. Gegen das ging natürlich das Problem auch. Auf der anderen Seite war natürlich auch die Stadt und auch das neue Forum bemüht, für alle hier, für die Stadt etwas zu machen, für die Stadt etwas zu behalten. Aber wie gesagt, das war eben nur einseitig. Man hätte sich zusammensetzen müssen und sagen müssen, was ist das Günstigste. Doch die neuen gesellschaftlichen Kräfte waren uneins. Der Riss ging mitten durch das ganze demokratische Lager. Als auch er sich in Schlesing ein neues Forum auf die Straße gewagt hat, war alles zu spät. Dort haben die Initiatoren des neuen Forums, Wollenschläger oder Wollenberger, wie sie heißen, Bolay, dort haben die alle schon mal hinter Gittern vorgeguckt. Den Leuten haben wir das mit zu verdanken im neuen Forum. Die sich dann dort angeschlossen haben, das war bereits zu einer Zeit, wo es nicht mehr so schwierig war. Ich war erstaunt, wer dann in Schlesing im neuen Forum mitgemacht hatte. Es sind eigenartigerweise viele Leute gewesen, die ich vor Jahren angesprochen hatte, CDU-Mitglied zu werden, die mir aber gesagt haben, dass sie es jetzt noch nicht möchten, weil sie dieses und jenes noch vorhaben. Und wenn sie das vorhaben, mit der CDU-Mitgliedschaft das sicherlich nicht durchkriechen können. Man kennt sich eben auf dem Lande. Doch wie immer gab es nicht nur Schwarz und Weiß. Jeder hatte Spielräume und nicht alle waren stramme Genossen oder mutige Widerstandskämpfer. Roland Lindner hatte sich aus Selbstschutz ein Leben lang im Hintergrund gehalten. Damals als stellvertretender Schuldirektor hatte oder durfte er nichts sagen. Doch Schuldzuweisungen gehen ihn heute gegen den Strich. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ich bin in dem System eigentlich aufgewachsen. Ich war 18 Jahre, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 18 Jahre Lehrer an dieser Schule. Und wenn ich von mir ausgehe, ich habe versucht, meinen Schülern Wissen beizubringen und auch Verhaltensregeln beizubringen. Es gab einige Lehrer, die auch nicht mit dem System einverstanden waren. Und das hat man auch bei denen am Anfang gemerkt, wo auch noch alles Sozialismus so hoch war. Die haben halt den Unterricht haben sie machen lassen, aber man hat gesehen, dass sie nicht interessiert waren. Wir von der Familiengeschichte her waren immer ziemlich neutral. Also ich habe auch versucht, zu DDR-Zeiten keiner Partei anzugehören, weil doch Interessen oder auch Meinungen in keiner Partei wiederzufinden waren. Zu DDR-Zeiten ist es noch schwieriger auch als heute. Ich war familiär bedingt durch meine Westverwandtschaft und Westkontakte eigentlich nie ein überzeugter DDRler. Das muss ich sagen, auch deshalb, weil der Atheismus das große Ziel der führenden Partei der Arbeiterklasse war, der SED. Und ich kam mich da schon immer etwas ausgegrenzt vor. Deshalb wurde ich auch Mitglied der Ost-CDU, also eine sogenannte Blockflöte. Jana Albertus studierte nach ihrem Abitur Erziehungswissenschaften und arbeitet heute als Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hildburghausen. Du willst was aus deinem Leben machen. Und da, finde ich, geht irgendwo das menschliche Gefühl, das geht irgendwo unter, glaube ich. Dass auch das Kameradschaftliche und so, dass man immer, naja, ziehst den noch mit und hilfst dem und denkst für viele, das ist nicht mehr. Jetzt muss wirklich jeder an sich denken. Wolfgang Pilz hat inzwischen die Praxis von seinem Vater übernommen und sich auf Venenkrankheiten spezialisiert. Man sollte ja dem Nachbarn nicht trauen. Den Freunden aber, den Vertrauten, den hat man schon die Meinung gesagt. Ich glaube also, dass es viel mehr gab, die so, wie ich auch, ihre Meinung gesagt haben, nur halt vielleicht nicht so öffentlich, wie ich es getan habe. Aber es wäre unvollständig, wenn ich verschweigen würde, dass ein Manager oder leider gar keine Chance gehabt hätte, eine zu werden, wenn er nicht sich diesem System angepasst hatte. Jedenfalls hatte das klassenkämpferische, dirigistische System keine Chance mehr. Also zurückgehen kann die Entwicklung jetzt auf keinen Fall mehr. Genau so ist das. Wir sind schon fast am Nullpunkt. Also ich meine, weiter runter wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen können. Es kann bloß jetzt noch aufwärts gehen. Und das ging es ja auch.
Damals, vor 20 Jahren, begannen sich die neuen Strukturen abzuzeichnen. Die guten wie auch die schlechten. Ich muss heute einschätzen, nach einem halben Jahr, dass bei 20 Ratsmitgliedern Nuancen und Akzente gesetzt werden, dass es offensichtlich nicht nur immer um die Sache geht, sondern auch mittlerweile Parteipolitik betrieben wird. Brigitte Schnetter hatte nach ihrer Entlassung als Handelsvertreterin gearbeitet und ist heute in Rente. Wir haben eigentlich was Neues gewollt, was anderes gewollt. Vielleicht ein bisschen Mischmasch zwischen allem, aber die Zeit war zu kurz. Vielleicht können es die anderen Generationen besser wie wir. Wir wollten wirklich Veränderungen im ganzen Stil. Wir hatten ja, glaube ich, sogar mal so ein bisschen die Vision, ganz Deutschland zu verändern. Die Hoffnung, dass aus dem Westen auch noch welche mitmachen. Nicht als Revolution, als Blutige oder wie auch immer, sondern Revolution von unten, dass sich sozial was verändert. Die Wiedervereinigung kam, war in der Treuhand, noch unter dem alten Chef, der ermordet wurde, die Problematik so angelegt, erst sanieren und dann privatisieren. Und wenn das eingetreten wäre, hätte die westdeutsche Wirtschaft weniger Chancen gehabt, gegen uns heute die DDR so ausbluten zu lassen. Der Reporter damals stellte bei seinem spontanen Gang durch Schleusingen immer wieder die Frage nach der Schuld seiner Gesprächspartner. Gab es diese moralische Verantwortung oder war es alles Schicksal in einer polarisierten Welt? Er hat natürlich Fragen gestellt, die er an sich selber gar nicht beantworten konnte, weil er die Situation gar nicht gekannt hat. Er ist nicht groß geworden. Ich muss es doch mal so ehrlich sagen. Wir sind doch alles Kinder der DDR gewesen. Natürlich stellt man sich die Frage, was jeder falsch gemacht haben könnte. Habe ich mir selbst auch gestellt. Warum hat man sich untergeordnet? Warum hat man kritiklos teilweise in der Öffentlichkeit kritiklos etwas hingenommen? Karin Leipold betreibt heute ebenfalls eine eigene Praxis und sucht dort nach Alternativen, wo die Schulmedizin versagt. Ich meine, es hat sich bis heute eigentlich in Schleusingen noch nicht so ganz überlebt. Das war doch die. Ne? Ich, ja. Aber ich kann damit leben. Meine Verantwortung liegt darin, dass ich das, was ich als falsch erkannt hatte, nicht im nötigen Maße öffentlich artikuliert habe. Diese Verantwortung teile ich mit Hunderttausenden in diesem Staat und auch in dieser Partei. Nun aber sind all meine Zeitzeugen im Heute angekommen. Warum gibt es immer noch solche Probleme? Warum betont man nach 20 Jahren immer noch so stark den Unterschied zum Westen? Ja, das ist ein Paradoxum, das habe ich auch festgestellt, dass es Leute gibt, die sind mit der DDR nicht zurechtgekommen, die kommen mit der heutigen Zeit auch nicht zurecht. Das Individuum steht ja im Mittelpunkt. Wir sind ja in den 40 Jahren verwöhnt worden, wir wurden ja staatlicherseits gelenkt und geleitet. Ich glaube, heute muss jeder sein Leben selber gestalten und das ist nicht einfacher geworden. Kolja Liebscher hatte sich nach der Wende erst als Möbeltischler, später als Puppenspieler versucht. Er ist sich, wie fast alle, treu geblieben. Große breite Masse hat diese Möglichkeiten, die es damals gab, sich zu entfalten, doch nicht genutzt, sondern sind nach einem kurzen Aufwachen und Aufbäumen wieder in alte Lethargie zurückgefallen. Es hat sich nur das System geändert, aber die Probleme, die viele haben, haben sich nicht geändert. Wir haben da viele Berührungspunkte gehabt mit den Altbundesbürgern. Und ich weiß nicht, sie sind immer so von ein bisschen von oben gewesen. Und wir haben halt auch ein bisschen geduckt und haben gedacht, jetzt, sie müssen jetzt uns irgendwas noch lernen oder sie haben versucht, uns noch was zu lernen. Meister Schiefelbein hat nach Abwicklung seines Ratio-Mittelbetriebes noch im Ingenieurhochbau Schleusingen gearbeitet. Heute als Rentner ist er noch in der hiesigen Antennengemeinschaft aktiv. Man hätte sagen müssen, meine Zahl zu sagen, wenn du den Betrieb übernimmst, 10 Jahre hättest du produzieren müssen. Vielleicht wäre es nicht gegangen, ist alles möglich. Aber die Arbeitsplätze hätten hier erhalten werden können und nicht nur als Konkurrenzabschaltung bedient. Ich habe insgesamt vier Söhne und zwei davon sind Klempner. Einer ist in Baden-Württemberg und einer war hier als Klempner tätig. Da weiß ich ganz genau, dass da unterschiedlich bezahlt wurde, aber ganz wesentlich. Ein Drittel nur hier bezahlt, was dort bezahlt wird. Für die gleiche Leistung. Ja, die Preise wie im Westen, die habe ich in der heutigen Zeit auch noch nicht. Ne? Die Wessis in Hamburg oben verkaufen das Brot für 6-7 Euro. Ich habe 1,5 Kilo, ne?
für 3 Euro. Ne? Viele begrüßen die neue Zeit aus vollem Herzen, andere weniger. Sie können nun aber, anders als früher, sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung kritisch und offen auseinandersetzen. Also in der DDR war das Menschliche und das Miteinander und die Nachbarschaft, da war jeder mit dem anderen gut gewesen. Alle sind gehässiger geworden und wenn der eine ein besseres Auto fährt, den anderen nicht so gut. Und die Gehässigkeit ist so groß geworden, also sie möchten einen am liebsten abschießen, so ungefähr. Ne? Das Gesundheitswesen fand ich eben auch viel besser in der DDR. Wir haben ja dann diese Arbeitsplatzbindung gehabt in der Schwangerschaft, auch zum Beispiel davor und danach. Und was ich sehr gut fand, den Haushaltstag, den man den Frauen gewährt hat. Wir haben viel gefeiert. Es ist damals, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, wenn nicht, schneiden Sie es raus. Es ist damals mehr gefeiert worden, es ist auch mehr getrunken worden wie heute. Wenn ich sehe, was heute bei uns sich als Lehrling oder als Auszubildender bewirbt, dass da bei vielen die Grundkenntnisse fehlen, die bei uns schon in der 5., 6. Klasse vorhanden waren. Das gibt einen schon zu denken. Freiheitliches Denken, das war wahrscheinlich das, was wichtig gewesen ist. Und das ist eigentlich heute möglich. Bestimmte Grenzen sind auch gesetzt. Wenn man Arbeitgeber dann sieht, dann ist es eben halt besser, man ist auch da zurückhaltend. Gell? Muss es denn sein, dass ein DAX-Konzern Milliarden Gewinne macht, auf Kosten dessen, dass er 15.000 oder 20.000 Leute entlässt? Die können doch auch mit weniger gewinnen, könnten sie trotzdem Rückstellung machen, können investieren. Und das finde ich furchtbar, dass eben Menschen 40, 45 Stunden arbeiten und müssen dann beim Staat noch bitte machen, um ihr Auskommen zu haben. Wir merken, noch gibt es einiges zu tun. Keiner meiner Gesprächspartner aber wollte die alte DDR wiederhaben. Menschen orientieren sich eben an der Perspektive. Dazu muss der Kopf, wenn nicht gewendet, so doch ständig neu ausgerichtet werden. Fakt ist, dass wir das nicht zurückholen. Denn wir müssen hier dann tiefer sehen, die ganzen Dinge. Das haben wir ja dann noch oder zur Wendezeit gar nicht keiner gesehen. Wie marode die Wirtschaft war, wie alles am Abgrund stand. Man sollte manches im Gedächtnis behalten, ne, was gut war. Man sollte aber vorwärts blicken und sollte am Aufbau mithelfen. Und auch denen eine Chance noch geben, die vielleicht damals IM waren, wie auch immer, mit 18 Jahren oder 20 da was unterschrieben haben. Und wenn man sieht, was wir geschaffen haben, auch dann zusammen mit meinem Bruder, ist es schon bedeutsam. Wir beschäftigen zurzeit 85 Mitarbeiter in vielen Bereichen und das ist, finde ich, für Schleusing auch ein wichtiger Beitrag. Was ich auch manchmal sehe, das ist Arbeitsplätze zu schaffen in dieser Region. Die Zeit zurückdrehen kann keiner. Geschichte ist nicht umkehrbar. Sie muss immer wieder vorwärts gehen. Aber mit dem, was wir jetzt haben, kann man nicht zufrieden sein, ist man auch nicht ganz einverstanden. Und oftmals frage ich mich tatsächlich, was wäre gewesen, wenn die DDR nicht an die Bundesrepublik angekommen wäre. Die Widerständler, Wendehälse, rote Socken oder Opportunisten waren ganz normale Leute in einer abnormalen Welt. Globale Politik wurde zu materieller Gewalt und damit zum Unheil für die Menschen. Hier, nahe der einstigen Grenze, fokussierte sich der Wahnsinn der Systeme auf 2 kleine Länder mit gleicher Kultur und Sprache. Vergleichbar höchstens mit Nord- und Südkorea. Möchte da jemand tauschen? Und so